Ja, herzlich willkommen in meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin vedischer Berufsastrologe. In diesen 12 bis 13 Minuten geht es nun um den Aszendenten Steinbock und den Monat Januar 2015, Deutung der Transite für den kommenden Monat. Vorab noch kurz eine Information diesbezüglich. Erstens, bitte beachten Sie, dass die Deutungen dieser Monatsvideos abgeleitet sind von Ihrem Aszendenten, nicht von Ihrem Sonnenzeichen. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, denn dieser ist in der vedischen Astrologie wichtiger, dann können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder Sie verwenden das Kontaktformular, indem Sie unterhalb des Videos auf den Link gehen. Schicken mir Ihre Geburtsangaben, dann teile ich Ihnen gratis Ihren Aszendenten mit. Denn natürlich brauchen Sie den richtigen Aszendenten, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos das für Sie richtige ist. Zweitens wollte ich nochmal mitteilen, dass ich seit wenigen Wochen eine neue Beratung anbiete, sogenannte Kurzberatung, die immer mehr Menschen nutzen und auch viel Freude damit haben. Eine Kurzberatung ist auch immer kurzfristig möglich, in der Regel binnen 2 Tagen. Sie können dazu eine halbe Stunde mit mir einfach mal entweder im Rahmen einer allgemeinen Beratung, dass ich einen Blick tue in Ihr vedisches Horoskop bezüglich Lebensaufgabe, besondere Themen, Zeitqualität, Talenten, Karriere, einfach mal so, was sich schnell natürlich zeigt, ohne eingehende Analyse. Oder Sie haben vielleicht eine bestimmte Sache am Herzen, möchten dazu mal so eine erste Einschätzung, was das Horoskop sagt, dann können Sie mit mir auch diesbezüglich sprechen. Das Gespräch kann auf Wunsch aufgenommen werden auf CD und wird Ihnen dann mit diesem schönen Cover nach Hause geschickt, dass Sie es sich immer wieder mal anhören können. Gut, und drittens, das Angebot gilt weiterhin, und zwar bezüglich dem Hauptphasenherrscher. Der Hauptphasenherrscher ist der wichtigste Planet in der jetzigen Zeitqualität im vedischen Horoskop, denn er diktiert, leitet und färbt Ihre jetzige Zeit. Diesen Planeten zu kennen ist außerordentlich lohnend und wichtig, um ein besseres Verständnis zu haben, was jetzt dran ist. Ein Hauptphasenherrscher regiert die Zeit für 6 Jahre bis maximal 20 Jahre, je nachdem welcher Planet es von den 9 ist. Und wenn Sie diesen wissen möchten, schicken Sie mir einfach Ihre Angaben, am besten gehen Sie auf den Link unterhalb dieses Videos, dann können Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken. Dann teile ich Ihnen auch gratis Ihren Hauptphasenherrscher mit 1-2 Seiten Erläuterung dazu per E-Mail mit. Bitte auch immer im Spamfilter nachschauen, denn ich beantworte wirklich jede Anfrage und spätestens innerhalb von einer Woche sollten Sie diesbezüglich eine Rückmeldung von mir in Ihrem Briefkasten haben. Elektronischen Briefkasten haben. Gut, das jetzt mal vorweg. Nun zu der planetaren Großwetterlage für Aszendent Steinbock. Was zeigt sich am Himmel? Was ist dran? Wie können Sie kosmischen Rückenwind für Ihre Ziele und Projekte nutzen? Nun, wir haben da zum einen bis 20. Januar noch die Sonne in Ihrem Aszendenten, Ihr erstes Haus. Das bedeutet, Sie haben jetzt noch ein besonders günstiges Zeitfenster dafür, in engeren Kontakt mit Ihren Inspirationen zu kommen, Ihren Lebenspfad mehr bezüglich hinsichtlich zu dessen, wozu Sie inspiriert sind, ausrichten zu können, sich verstärkt mit Ihrer Karriere und Ihrem Lebensweg beschäftigen zu können, mit Ihren Zielen im Leben, wohin Sie wollen. Zweitens, der Neumond
ist am 20. Januar bei Ihnen in Haus 1. Auch etwas Besonderes. Sie wissen ja, Mond nimmt zu, nimmt ab, ne? Sehen wir ja da schön. Und so gibt es eben auch die Phase, wann wir wieder Neumond haben. 20. Januar, und da ist er bei Ihnen genau im Aszendenten. Das hat eine besondere Bedeutung. Und zwar wird Ihnen das am 20. Januar oder vielleicht auch am 19. oder 21. kann auch am Tag davor oder danach sein, eine Reflexion bieten, wie Sie erspüren können, was Ihnen nicht gut tut, was Sie nicht erfüllt und oder was Sie vielleicht weggehen lassen sollten. Denn der Neumond zeigt Ihnen das mehr über diese, eher, ja, über diese Art und Weise, dass er Ihnen zeigt, was ist nicht gut für Sie, wird Ihnen dadurch mehr gespiegelt werden. Also sind Sie besonders empfänglich in der Zeit zwischen 19. und 21. Januar, da meldet sich Ihr Neumond. Zweitens, Mars. Mars geht durch Haus 3 und das ist insofern eine gute Position für den Mars in der vedischen Astrologie. Das heißt, Sie können Energie besonders dafür einsetzen, wie Sie zu mehr mentalen und körperlichen Wohlergehen kommen können, weil dies für Sie jetzt auch ein besonderer Fokus ist. Auch Ihre Beziehung zu Geschwistern und Kollegen, Nachbarn, könnte nun intensiver bearbeitet werden. Es fällt Ihnen aber auch leichter, denn wie gesagt, Mars ist gut platziert im dritten Haus, wie Sie sich Herausforderungen stellen und ungelöste oder anstehende Probleme erfolgreich managen können. Mars ist ja vom 14. Januar an in diesem Haus 3 bis Ende des Monats. Er wird auch noch ein paar Wochen im Februar darin sein. Deswegen nutzen Sie diese Energie, sich Herausforderungen stellen zu können oder Themen in Beziehungen mit Geschwistern, Kollegen, Nachbarn, oder setzen Sie eben Energie ein, um mehr mentale oder physische Stärke entwickeln zu können. Dafür haben wir jetzt kosmischen Rückenwind für Sie als Aszendent Steinbock. Jupiter ist seit einigen Monaten bereits im Löwen, wird es noch einige Zeit bleiben. Darin ist Ihr achtes Haus für Sie als Aszendent Steinbock. Das ist eine sehr gute Zeit dafür, sich damit auseinanderzusetzen, wie Sie Hingabe entwickeln können an etwas, was größer ist wie Sie. Und dafür Energie einzusetzen oder eine Idee davon zu bekommen, was das sein könnte, das wäre eben jetzt besonders sinnvoll. Mit was wollen Sie sich mit Ihrem ganzen Herzen an etwas hingeben? Natürlich, im Idealfall könnte es Ihre Beziehung zu Ihrer höheren Macht sein, dass Sie mit dieser in engeren Kontakt oder in eine Beziehung kommen wollen. Aber natürlich kann es auch etwas anderes sein. Dafür wäre die Zeitqualität jetzt da. Wäre ja auch schön unterstützt noch mit Sonne in Haus 1, wie ich sagte, die ja noch bis 20. Januar durch Ihren Aszendenten läuft. Dann haben wir Saturn im Schützen. Ja, Saturn ist ja am 24. Dezember, nachdem er 30 Monate im Skorpion war, nun im Schützen, worin er sich jetzt 3 Jahre aufhält. Und das ist Ihr 12. Haus. Das 12. Haus, hat viel damit zu tun, dass vieles beendet werden kann bezüglich der Dinge, wie Sie saturnische Themen gemanagt haben. So soll hier vieles, was mit Saturn zu tun hat, zu einem Abschluss gebracht werden. Nun, Saturn steht für Ihre, ich sag jetzt mal, Verpflichtungen. Kann also sein, dass Verpflichtungen von Ihnen weggehen. Im günstigsten Fall werden Sie
werden sie schuldenlos oder sie können in Rente gehen. Sowas kann also auch ein solcher Transit anzeigen. Ja? Saturnische Themen werden zu einem Ende gebracht. Ne? Saturn steht für die Arbeit auch. Haus 12, werde frei von Arbeit, kommt die Rente. Saturn steht für die Schulden. Haus 12 steht für Vollenden, werde frei von Schulden. Es geht aber auch darum, wie haben Sie sich in der Vergangenheit um Ihre Verantwortlichkeiten, um das Managen Ihrer Finanzen gekümmert. Je nachdem, in welcher Qualität Sie das getan haben, erfolgt jetzt eine Rückwirkung. Haben Sie das schlecht gemacht in den vergangenen Jahren zuvor, kann jetzt dies die nächsten 3 Jahre auch finanzielle Härten bedeuten und Sie wollen sich von allen möglichen trennen, nur um mit Ihren Ein- und Ausgaben klar kommen zu können. Das ist also nicht unbedingt nur ein leichter Transit, da wird also wirklich auch einiges aufgeräumt. Die Mondknoten laufen durch die Häuser 10 und 4. Rahu, Ketu sind ja die Karma-Regenten, die karmische Achse sozusagen. Und hier geht es ja immer darum, das sind ja keine Planeten, keine sichtbaren Planeten, sie sind ja feinstoffliche Punkte im Weltall. Man sagt in der vedischen Astrologie auch Dämonen dazu, die uns mit unseren Schattenseiten, Schwachstellen konfrontieren. Und bei ihnen geht es darum, ein Gleichgewicht zu erzeugen zwischen Haus 10 und Haus 4. Was wichtiger wird, ist Haus 10. Arbeit, Verantwortung, Pflichterfüllung, nach vorne gehen, raus aus dem Haus, in die Öffentlichkeit, sich zeigen. Was weniger wichtig wird, zu Hause, nach innen gehen, ja, da gibt es ein gewisses Ungleichgewicht. Und natürlich bringt dies einen gewissen Stress mit sich, wenn es darum geht, Karrierethemen, Berufsthemen, da nach vorwärts zu gehen und so kann es vielleicht sogar auch einen Umzug geben in der nächsten Zeit, der berufsbedingt ist. Es geht um dieses Gleichgewicht zwischen Zuhause und Öffentlichkeit. Wir haben also der Fokus geht aber ins Berufliche hin. Nur Rahu und Ketu sind 18 Monate in diesen Häusern, sind schon einige Monate darin, werden auch noch einige Monate darin sein. Venus geht am 3. Januar in ihr zweites Haus. Hier wird es also jetzt darum gehen, um eine gewisse Rückwirkung, wie gut sie sich um ihr Innenleben gekümmert haben. Haben sie sich in den vergangenen Monaten gut auch um ihre Gefühle, ihr Innenleben, ihr Inneres gekümmert, dann erfahren sie jetzt Rückwirkungen in der Form durch Freude oder Erfüllung, erfüllt sein. Natürlich haben sie sich nicht gut gekümmert um sich, geht das in die andere Richtung los. Es ist aber auch eine Zeit, wo sie so das Gefühl haben, ich möchte mal was leisten, ich möchte mal was Gutes tun für mich, was ist mir eine Sache wert. Auch dafür wäre jetzt so diese besondere Zeit. Merkur geht bei Ihnen dann in das Haus 3 und das ist also eine Sache, Haus 2, denn er ist genauso wie die Venus eben im Zeichen Wassermann, ihr zweites Haus und so wird Merkur sich überlegen, wie kann er beispielsweise recherchieren, damit sie an gute Quellen kommen, damit ihnen entsprechende Mittel zur Verfügung stehen. Er kann vielleicht analysieren, wie sie sich welche Fähigkeiten aneignen können, denn Merkur ist ja dieser Forscher, er will analysieren, experimentieren, ausprobieren, ja, und eben herausfinden, was für sie wirklich Wert hat. Und deswegen Venus und Merkur in Haus 2
zeigt eben dies doppelt an, ja, dass zwei Planeten in Haus 2 machen nochmal sehr deutlich, dass Energie hingehen möchte in dem Bereich, wo es auch darum geht, für sich herauszufinden, durch Analyse von Informationen, was für sie wirklich einen Wert hat. Ja? Denn die Wertschätzung bestimmter Dinge will jetzt einfach Fokus haben und so drückt sich ja auch, oder das steigert ja auch ihren Selbstwert, wenn sie sagen, ich bin mir das wert und das ist für mich wirklich wichtig und sich diesbezüglich mit ihren Bedürfnissen auch ernst nehmen. Gut, das war also jetzt hier Aszendent Steinbock. Noch zwei Dinge in eigener Sache. Es wird also jetzt im Januar die ersten Artikel nun endlich in meinem Blog geben mit vielen interessanten Informationen über die vedische Astrologie. Da kommt jetzt regelmäßig was rein. Dann wird es viele weitere Videos geben in den nächsten Monaten, nicht nur zur Monatsdeutung, sondern auch zu Themen der vedischen Astrologie, Partnerschaft, Karriere, Spiritualität, Gesundheit, Glückseligkeit, Zeitqualität. Und dann ist es so, man wird auch die Möglichkeit können Sie erhalten, werden Sie haben, die vedische Astrologie lernen zu können mit einer interessanten und einfachen Methode, die ich Ihnen auch vorstellen möchte, also eine Schule, Videoschule. Und es wird weitere astrologische Produkte geben. Auch dazu werden Sie einiges hören. Das hat was zu tun mit, an welchem Ort lebt sich's am besten, was sagt da mein Horoskop dazu. Oder es wird ein Horoskop geben zum Thema Geburtszeitkorrektur, dass man mal sagt, wenn Sie keine genaue Geburtszeit haben, kann man das astrologisch ermitteln, dass man weiß, wann Sie geboren sind. Ja, das war dann für den Aszendenten Steinbock das Monatshoroskop für den Januar 2015. Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken für Ihre Treue und Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, Sie weiterhin begleiten zu dürfen im neuen Jahr. Bis dorthin einen guten Rutsch. Das war's von Gerhard Feiner aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie. Alles Gute, vielen Dank.